Ja, hi und willkommen bei der Mr. Nirol P. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Ja, boah, in der letzten Folge haben wir das Spiel gestartet und jetzt machen wir hier weiter. Wir haben von unserem Gevatter König hier einen Auftrag bekommen, uns um ein paar Goblins hier zu kümmern. Und da machen wir doch mal, ne? Ich habe mir gerade den ersten Part angeschaut, ne? So die Aufnahme. Und ich glaube, das hat erst mal in der Geschichte dieses Kanals, das. Boah, Entschuldigung, muss kurz aufstoßen, wo ich hier einen Part aufgenommen habe, einen ersten Part von einem Projekt, und der Sound war sogar recht gut. Das ist auch ein erstes Mal für mich so. Normalerweise bin ich immer irgendwie zu leise oder das Spiel ist zu laut oder ich bin zu laut oder irgendwie so, aber diesmal fand ich war halt relativ gut. Ne? Und ja, gut. Bin ich zufrieden. Ich konnte noch nicht speichern zwischendurch, würde ich gerne mal nachholen. Und dann, ja, gucken wir mal. Aber erstmal wird schon nichts schief gehen, ne? Ich nehme an, das Spiel tut auch irgendwie hin und wieder mal Auto speichern, ne? Also keine Ahnung. Ich kann ja leider kein Menü oder so aufrufen, also ja. Aber egal, wird schon gut gehen, ne? Wenn nicht, dann muss ich halt eine Stunde nochmal neu spielen, ne? Ist ja nicht so prickelnd hier, ne? Stillwind. Westliches Rosario. Es war einmal. Da halten Kinderstimmen und Gelächter durch die Stillwindmarsch. Jetzt liegen die Siedlungen verlassen da und die einzigen Geräusche in diesem Trost des Nords sind die Schreie der Bestien, die sich auf der Flucht vor den Pfeilen in den Sümpfen einnisten. Und da müssen wir hin. Goblins. Goblins sind ja auch sehr bekannte Low-Level-Gegner in Final Fantasy-Spielen, ne? Gucken, wie die so aussehen, ne? Hier haben wir so zwei Typen noch bekommen, die uns helfen. Ja, da sind sie. Kanonenfutter 1 und 2. Die werden bestimmt bis zum Ende des Spiels überleben. Haltet Ausschau nach den Goblins. In dieser Gegend hat man sie gesehen. Ab hier ist alles Sumpfgebiet. Gebt auf den Boden acht. Ja. Wäre irgendwie lustig, wenn die beide überleben würden bis zum Ende des Spiels. Ne? Obwohl die beide genau die gleichen Klamotten dann haben und so, ne? Versunken im Nebel. Zeitige Hilfsaccessoires. Fühlst du dich im Kampf überfordert? Probier doch eins oder mehrere der fünf zeitigen Hilfsaccessoires aus. Mit dem Ring des zeitigen Angriffs zum Beispiel kannst du komplexe Kombos allein mit vier aneinanderketten, während der Ring des zeitigen Augenmerks bei bevorstehenden Angriff die Zeit verlangsamt, sodass du mehr Gelegenheit hast, mit einem Ausweichmanöver zu reagieren. Die anderen Aussetzungen auch unter den Reiteraussetzungen. Wenn wir das Spiel irgendwie gerade so ein Easy-Modus irgendwie so andrehen oder so, oder was soll ich hier verstehen? So, oh, ich bin schon direkt hier im Kampf muss und so, ne? So, ich will mich hier mal umschauen, ne? So, Fotomodus. Ich tue schon mehr mit Sachen da oben. Experimentieren. Oh. Ich habe ja ein Thumbnail ja schon so bereit, ne? So ein kleines Mannequin. Und genauso sehen die auch aus, ne? So sahen nämlich die Sprites damals in Final Fantasy aus, in den ersten Final Fantasy. Clive, Wade und Tyler. So, irgendwie kann ich zu denen nicht hinwechseln. Na. Also ja, sehr verdächtig. R2. Findest du Informationen zu einem Forscher in der Geschichte sowie zu allen laufenden abgeschlossenen Nebenaufträgen? Ich wollte eigentlich nur Gegenstände, ja, aber ich schon. Muss man nicht erklären, wie jedes. In dieser Welt kann es nur eine Esper des Feuers geben. Ah, geht es darum also? Wie gesagt, ich habe gedacht, irgendwie geht es mehr so um Ifrit, ne? Aber anscheinend scheint Ifrit hier irgendwie so der, mehr so die Bösewichtenrolle zu sein, ne? Abzeichen der Schilde.
Ausrüstung und essbar. Man muss sich ja mal hier erstmal umschauen, ne? Fertigkeiten. Oh, guck mal hier. Ah, ich werde schon Fertigkeitspunkte 50. Kann ich mir schon irgendwie was hier holen? Oh, kann ich sogar. So, was habe ich denn hier alles? Phönixflug. Da hat wahrscheinlich jede Sache irgendwie so seinen eigenen Baum, ne? Nehme ich jetzt mal an. Jetzt hat der Phönixflug. Phönix. Kostet alles zu viel. Schwerti. Hm, gemeistert. Man kann nicht mehr in ihr holen. Magieladung. Das klingt doch nicht schlecht, ne? Mein Gegner in der Nähe ist tritt. Ja, wenn du von einem gegnerischen Angriff wegführst, um dich sofort wieder zu fangen. Hm, diese Aufladung wäre, glaube ich, nicht schlecht, ne? Gib mal. So, meistern. Aber noch mal vergessen. Gefährden, um dich gehen mit einem schnellen stationären in der Luft einen senkrechten auf nach unten ausführen. Ja, immer. Na, die Experten denken sich so, nein, da darfst du noch nicht machen. Hm. Okay. Ziemlich verwahrlost alles, wenn ihr mich fragt. Wer sollte die Wege auch pflegen? Oh, jetzt habe ich Feuerer. Erinnere mich irgendwie an die Pistolen von Devil May Cry. Die sind sozusagen nur zu da, um den Gegner abzulenken. Ne? Das ist, was ich eigentlich machen wollte. Ne? Ist so, das habe ich nämlich gesehen. Speichern. Da sollte ich vielleicht das mal machen. Ne? Oh, cool. Halten zu glauben, dass man hier gelebt hat. Vor uns liegt das alte Dorf von Stillwind. Oder was davon übrig ist. Oh, ich sehe gerade, ich öffne halt irgendwie so ein Ding in hier, so ein Mini-Fenster. Das heißt, ich kann auf drei irgendwie auch noch was drauf packen. Zwei Geld, oh Gott. So wenig Geld noch. So, Friendly Fire gibt es nicht, alles klar. Man muss es doch mal ausprobieren, ne? Da gibt es ja keine Karte oder so. Oh Gott. So, ändert sich dann irgendwie, wo ich hinschaue? So, hier dieses Bildchen hier. Sehr cool. So, hier gibt es keine Karte. Hm. Ich glaube nicht, dass mir das gefällt. Also ich werde mich sehr oft hier verirren in diesem Spiel. Da wäre aber auch so eine Frage von mir gewesen, ob das Spiel jetzt hier irgendwie Open World ist oder irgendwie so abschnittemäßig irgendwie eingeteilt ist. Final Fantasy 15 war ja Open World. Gollum. Spiel. Bro. Der Typ ist sowas von tot. Gut. Zeit, ihn zu töten. Drücke 3 nach einem Treffer mit 4, um eine magische Explosion auszulösen. Der Willenskraft deines Gegners beträchtlich Schaden zu fügen. Was? Ja. Okay. Boah, nämlich auch in Devil May Cry. Man hier sein Schwert aufladen muss hier mit Nero. Und jetzt haben wir Feuer.
Sie sind also wahr. Wir müssen weiter. Hier sind sicher noch mehr. Ja, ich müsste mal die Bäume hier angreifen. So angewohnt aus Genshin Impact. Ich kriege auch Holz davon. Okay. Ich glaube, die beiden haben keine KP. Also weiß ich nicht, ob die Verbündeten in diesem Spiel mehr so Dekoration sind, einfach nur. Oder weil kann auch vielleicht daran liegen, weil die noch irgendwie definitiv nicht Hauptcharaktere sind. Falls es die überhaupt geben wird, ich weiß es nicht. Oh ja, werde ich wohl herausfinden. Ne? Wir sind noch am Anfang. Vorsicht, Milord. Oh, guck mal, die da. Was dann? So, okay. Das war cool. Wer die folgenden Punkte besiegen, die im Unterladen? Ja, okay. Ein bisschen will ich erklären. Sieht aus wie dieser eine Move, den Trunks machte, als er Freezer gefinisht hat. Also die ersten Gegner, ne? Die werden jetzt hier auch nicht so Herausforderung sein. So, was hat unten rechts, was ich da die ganze Zeit bekomme? Ich wollte mal gucken, und zwar. Muss noch mal eine Stufe. Ja. Fertigkeitspunkte. Ja, hier kriege ich ja schon voll viele. Kriege ich auch wieder voll schnell rein. Das ist ja kein Problem, ne? Ich merke halt, ich spiele die ganze Zeit auf meinem PC-Screen. Normalerweise spiele ich immer auf meinem Fernseher. Mein Fernsehscreen war ich doch schon drin. Nein. Hey. Oh. Einfach rumgehen, ne? Aber jetzt kann ich auch höher springen. Im Schloss konnte ich nicht so hoch springen, weil ich das wahrscheinlich nicht so geziemt, ne? Und ja, ja, für jeden, der ja neu ist, ne? Ich tue mich immer schön umschauen, ne? Meine Rollenspiele sehr gründlich spielen, ne? Also nicht wundern, wenn ich hier manchmal tausendmal im Kreis laufe und irgendwie nur sicher gehen will, ob ich vielleicht nicht irgendwas finde. Das gehört bei mir dazu. So mache ich das halt hier, ne? Kann ich irgendwas kaputt machen? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal hier hoch. Stärke Tonikroben. Ja. Warte mal, da oben was? Ich glaube nicht, ne? Gott, ich kann auf den Stein drauf gehen. Also ist schon so ein bisschen ähnlich wie das Kampfsystem aus Final Fantasy 15. Minus den Teleportieren. Tut mir die Schmetterlinge gerade im Weg weisen. Final Fantasy 15 hat ja auch ein richtig chaotisches Kampfsystem, ne? Da musstest du manchmal irgendwie gegen 10 Gegner auf einmal kämpfen und da versucht man den Überblick irgendwie zu wahren. Was? Oh. Guck, guck. Guck, guck. Guck, guck. Neue Gegner in sich. Gott. Au. Hab ich gesehen, wo bist du? Bleib am Boden, bleib am Boden, bleib am Boden, bleib am Boden. Nimm das, nimm das, nimm das. Ja, gut. Nimm das, nimm das, nimm das. Und den, und den, und den, und den, und den.
Sehr cool. Also im Moment würde ich noch schon fast sagen, ich bin zu stark, ne? In den ganzen Optionen, die ich hier habe, ne? Da warte mal, ich muss mal gucken. Jetzt das, ja, das lässt sich verzeihen. Da seht ihr, da sieht man so einen Balken. Heiltrank. Inventar voll. Heiltrank automatisch verwendet. Da ist eine gute Funktion. Aber das bedeutet, glaube ich, auch, dass ich nicht so viele Heiltränke mitnehmen kann. Hast du Feuer? Hey, wenn dich jemand nach etwas Feuer fragt. Stell mal vor, jemand. Du fragst jemanden nach Feuer und der schießt einfach einen Feuerball ins Gesicht. Immer und immer und immer wieder. So, warten jetzt. Haben wir gerade gesehen, hier. Erst immer Feuer, ja sicher. So, bin ich mir noch ein oder? Ich habe ja diese Schulter. Ich, der ist ja jetzt auch seit gestern ja erstmal, dass ich einen PS5-Controller in der Hand habe, ne? Aber ich kann schwören, wenn mich das Spiel fragt, R2 zu drücken, dass irgendwie der Widerstand von dem Knopf irgendwie größer ist. Ich drücke jetzt gerade den R2-Knopf, ne? Jetzt ist der voll locker, ne? Aber ich kann schwören, jedes Mal, wenn ich das drücken muss, dann ist der Widerstand ein ganz klein bisschen größer. Wahrscheinlich ist er voll mit Goblins. Wahrscheinlich werden die beiden tot sein. Ja, also. Mal schauen. Nein, ja, sieht schon so aus wie so ein Milchbubi. Also. Ey. Hör mal. Diese Ratten. Das ist eine Falle. Milord. Ich überlege. Der Anführer. Aber zuerst knöpfen wir uns eine Horde vor. Erledigen wir das Pack. Okay. Nichts lieber als das. Ah, wer hat da geschossen? Den schnapp ich mir. Du, den schnapp ich. Nein. So, knack, knack. Hab aus dem Bildschirm gefegt. Bonk. Ich bin mir ziemlich sicher, so muss man dieses Spiel spielen. Ne? Parieren. Verwende vier genau dann, wenn ein Gegner dich angreift, um seine Attacke zu parieren. Oh, da ist riskant. Erfolgreich brauche ich langsam kurz die Zeit, um möglich dir einen Gegenangriff. Oh, da muss man aber, ist aber sehr riskant dann. Durch soll lieber ausweichen. So. Ja, komm her. Wo kommt der jetzt hier? Auf die Füße mit dir. Er greift an. Gewaltige Feinde. Bei größeren Gegnern sollst du vorsichtig sein. Ach. Sie haben bedeutend mehr Lebenspunkte als kleine und können dich mit ihren Fertigkeiten überwältigen. Benutze den Segen des Phönix, um die Gegner, um diesen Gegner nicht nur einen berechtigten Schaden zuzufügen, sondern auch ihren Willenskraft zunichte zu machen. Wenn der Kampfgeist eines Gegners erst einmal gebrochen ist, kann er sich für kurze Zeit nicht mehr wehren und ist abfällig gegen Angriffe. Gigas. Da muss ich einfach nur angreifen, ne? Zum Parieren, ne? Das ist aber easy. Zack. Also im Gleichgewicht. Wenn die gelbe Willenskraftleiste eines Gegners unter 50% sinkt, gerät er für kurze Zeit ins Schwanken. Ist eine gute Gelegenheit, bietet ihm mit mehreren schweren Attacken anzugreifen. Auf hin, auf hin.
Oh Gott. Meine Idioten, weicht da aus. Ich glaube, voll chillig ausweichen im Vergleich zu denen. Gebrochen. In der Kampfkasse des Gegners gebrochen. Du kannst ihm zusätzlichen Schaden zufügen. Der Schadensmultiplier steigt kontinuierlich mit jedem Angriff bis auf das Maximum von 150%. Die Summe des Schadens, der während des Zeits angehauft wurde, wird am Ende des Gesamtschadens angezeigt. Nein. Aber ich sehe die Auflade. Was sage ich mit dem anderen Typen, ja? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau mein Spiel. Ach, jetzt sehe ich auch den seine gelbe Anzeige. Ich habe da gerade einen Gegenstand gesehen, ne? Irgendwie kann ich den nur anvisieren. Ich nehme mal, da komme ich gleich rein, ne? Gott, ich wurde noch gar nicht getroffen benehmen. Auf, da war eine Parade, ne? Oder pariert oder was auch immer. Oh Gott, au, au. Kannst du es wagen? Au. Okay, jetzt werde ich ein bisschen zu gierig hier. Ich bin noch ausgewichen. Okay, irgendwie werde ich gerade geheilt. Ich weiß noch nicht, wodurch. Alter, jetzt gehe ich voll auf die Fresse. Boah. Auf hin. Oh ja, war eine Menge Schaden. Ja, wenn ich gedacht habe, dass hier schon wieder so ein komisches Brechersystem eingeführt wird. Dann machen die jetzt irgendwie relativ oft in Final Fantasy spielen. Was ist das? Ich hau den mit einer Feder. Nice. Stufe erhöht. Sehr cool. Beute und Kampfwertung. Nach wichtigen Kämpfen wird ein separater Ergebnisbildschirm angezeigt, auf dem die Kampfwertung und die Beute angezeigt wird, die du erhalten hast. Je nach Kampfwertung erhältst du unterschiedliche Mengen an Gil, Gegenstände, Ausrüstung, Fertigkeitspunkte und Erfahrungspunkten. Und Armreife. Was mit dem anderen Typen? Ausrüstung und Fertigkeit muss Ausrüstung schicken. Okay, muss mir jetzt nicht alles erklären. Also ein paar Sachen kann ich mir schon zusammenreihen. So. So, warte mal. Ich muss das jetzt mal überprüfen. Ne? Ich drücke jetzt R2. Oh, ich dachte, da wäre so ein. Ich dachte, da wäre jetzt so ein Ding, das man irgendwie kaputt machen kann. So, warte mal. Ich habe so einen Armreif gerade bekommen, ne? Da. Nee, hier ist das nicht. Ja. Hat jeder Armreife. Plus 10 Verteidigung. Lass mal Fertigkeiten hier nachgucken, ne? Was haben wir hier? Erstmal die ganzen Grundlagen hier so freischalten, ne? Ob ich daran denke. Oder eine Klinge. Ich will schon die ganze Zeit versuchen, ja, gedrückt zu halten, aber bringt nichts. Ein gegnerischen Angriff zurück, um dich sofort wieder zu fangen. Ja. Das war die ganzen Grundlagen. Ich
bestimmt schon recht. Weil ich schon am Anfang hier die ganzen Dinger hier freischalten, ne? Kann ja nicht sein. Da ist er. Weil den fast. Aber bei Final Fantasy 15 war halt aus. Ich weiß nicht, warum ich die ganze hier Parallelen zu Final Fantasy 15 erstelle. Vielleicht weil er der Vorgänger ist, aber da hatte man auch so einen riesigen Talentbaum, ne? Da hat man auch irgendwie so am Anfang des Spiels das Gefühl, hat man voll viele Fähigkeiten sammelt, ne? Aber dann stellt sich irgendwann heraus, ne? Einige von den Dingern sind voll teuer später und die kriegt man nicht mal annähernd alle hier gekauft, selbst wenn man irgendwie alles im Spiel macht und so. So und nun, oh, ich kann einfach rüber. Hergeblieben. Mensch, schnapp ich mir. Das war's für dich. Sucht er noch ein Boss? Und das ist ein Morbol. Ja, gegen den haben wir, glaube ich, keine Chance. Oh Gott. Ich glaube nicht, dass wir gegen den gewinnen müssen. Das sind normalerweise so Endgame-Gegner. Aber okay. Man hat schon gesehen, was uns so irgendwann später erwischt, ne? Erwartet. Oh Gott. Aber man hat ja schon gesehen, was hier so später kommt, so Shiva, Titan und so, ne? Ja, vielleicht das Spiel ein bisschen aggressiver, was solche Sachen angeht. Oh Gott, das mit dem Rhythmus, das mit dem Rhythmus, hat üben wir noch mal ein bisschen, ne? Mein Taschenfeuerangriff, den ich hier mache. Ah, jetzt konnte ich da drauf springen. Mal selber nicht, ne? Nein, da will ich nicht rein. Filmischer Angriff. Wenn der Bildschirm in Schlüsselmomenten ins Kampf blau leuchtet, drücke Viereck vor die Zeit, aber um meinen fernen Angriff zu fesseln. Ja. Also wenn ich daneben gehauen hätte. Auf ihn! Was ist das? Unten rechts sieht man ja auch irgendwie die ganzen Knöpfe, die ich immer am Drücken bin, ne? Da sieht man, glaube ich, wie ich die ganze Zeit vertippe mit meinen Viereck-Dreieck-Angel. Endlich mal aus. Oh Gott, kommt zwei Tage. Ich bin gerade sehr nervig, dass irgendwie so ein Antivirus-Programm hier bei mir gestartet wurde. Und meine Aufnahmeding ist hier gerade blockiert. Ich sehe jetzt nämlich nicht, wie lange die Aufnahme ist. Aber ich glaube, wir müssen so bei 30 oder 40 Minuten sein, ne? Weil dieses kleine Fenster blockiert jetzt genau die Zeit von meiner Aufnahme, was ich gerade ein bisschen doof finde. Gott, oh Gott. Weiter Knopf. Oh.
Dadurch die paar P automatisch scheinen oder so. Ich setz mal einen Heiltrank ein. Da auf ihn. Gegen rosarisches Feuer. Und jetzt wieder weg. Ja, dann habe ich was für den vorbereitet. Na, oh, verdammt. Wenn der Bildschirm im Schlüsselmoment eines Kampfes rot leuchtet, drücke R1, bevor die Zeit läuft, also meinen bevorstehenden Angriff auszuweichen. Boah. Übertriebene erste Boss, ey. Ja, greift an, Leute. Boah. Hier einfach nur da stehen und nichts machen. Einfach abgehauen, da gibt's nicht. Stinkwut. Ja. Okay, das sieht ein bisschen lustig aus. Ha, ha, ha. Ja, so ein bisschen vielleicht. Nein. Nein, ich bin auch voll reingerannt, ey. Was hat? Ah, komm her. Hat irgendwie mehr was von einem Action Game als irgendwie von einem Rollenspiel, finde ich gerade. Nicht, dass ich aber dagegen hätte, ne? Ziemlich Bock hier gerade. Nein, schon wieder. Lustig aus. Nein. Nicht mit deinem Mundgeruch, ey. Da scheint er noch irgendwie zwischen den Angriffen zu spammen. Nein, was mache ich hier? Zack, zack, zack. Ne, wir sind erst bei 33 Minuten. Ja, wir sind schon viel länger am Spielen. Schon wieder die Stufe erhöht. Zack. Und nichts bekommen. Nein. Warum hat denn der nichts dabei gehabt? Ich hätte schon alles gesehen. Aber Goblin-Horden in Rosaria und Morbolz hier. Ich werde Vater bitten, Truppen zu entsenden. Wenn wir sie nicht aufhalten, stehen sie bald vor unseren Toren. Wir sollten los. Im Dunkeln wird's ungemütlich hier. Brechen wir auf, dann sind wir vor Einbruch der Nacht am Phönixtor. Okay. Verdammte Fäule. Heißt er deswegen hier, oder was? Hm.
Wir sollen nach dem Auftrag auch noch dahin gehen. Okay. Phoenix Tor. Schon lange wehrt diesen alternden Zitadelle den Bürgern Schutz vom Plündern aus den nördlichen Gebieten. Ursprünglich wurde sie als heiliger Ort errichtet, wo der Herrscher Rosarias am Vorabend wichtige Schlachten mit einem Ahnen kommunizieren konnte. Mit seinen Ahnen kommunizieren konnte. Ich dachte, wir müssen nur ihr die Goblins erledigen. Da müssen wir wieder nach Hause gehen. Aber wir müssen uns den anschließen. Einige Zeit später. Das Phoenix Tor. Plötzlich tausende rote Augen. Nein, hört doch zu, jetzt kommt erst. Unser Lord zieht sein Schwert. Sching! Der Goblin kreischt und rennt direkt im Morbol ins Maul. Heute wird gefeiert, Männer. Morgen geht es los. Es muss euch mit Stolz erfüllen, die Früchte eurer Arbeit zu sehen. Der junge Lord wird es noch weit bringen. Ja, und hat dann vielleicht genug Mumm mit uns zu trinken. Dann geht die ganze Zeit die Hälfte annehmen. Was feiern wir überhaupt hier? Ist dir unwohl? Nein, Vater. Bin nur etwas müde. Es war ein langer Tag. Sie feiern Clive, oder? Oh ja. Dein Bruder ist ein gestandener Schild. Ich bin sehr stolz auf ihn. Warum wird der Dominus in unserer Familie geboren? Das ist nicht gerecht. Ohne die Kristalle können wir Menschen nicht leben. Doch sie wirken ihren Segen nur durch uns. Du bist besonders, Joshua. Du hast als Dominus die wichtigste Pflicht von uns allen. Die Macht deiner Espa mit unserem Volk zu teilen. Ich hoffe, das verstehst du. Meine Freunde, lauter! Ja, die sind so betrunken. Hier wird mich keiner vermissen. Ja, das wäre echt irgendwie in der Situation. Na, Großer? Jill sucht sicher schon nach dir. Ein fabelhafter Ausreißer bist du. Ist das der Name des Mädchens? Hier versteckst du dich also. Was machst du hier draußen? Ich hab dich drin vermisst. Als Schild darf ich mir nicht oft eine Pause gönnen und dieses Gegröle ist nicht mein Ding.
Mich haben die Möhren vergrault. Sie erzählen alle von dir. Und nenn dich den Morbuljäger. Das sagen sie jetzt. Als ich angefangen habe, war ich der verwöhnte kleine Prinz. Wenn ich nicht gelernt hätte, mit einem Schwert umzugehen, wäre ich nach wie vor eine Enttäuschung. Du bist der, an den alle glauben. Ich beneide dich. Das stimmt nicht. Sie glauben nicht an mich. Sie glauben nur an die Kräfte in mir. Mein Bruder, der Phönix. Herr über Leben und Tod. Warum denn ich? Warum nicht du? Ich bin nicht dafür gemacht, dein Land zu führen. Ich bin nicht stark genug. Aber du schon. Jeder Mensch hat seine Pflicht. Seit vor sehr langer Zeit unsere Vorfahren entschieden haben, den Dominus als ihren Herrscher zu erwählen, vertrauen wir darauf, dass wenn unser Land am Rand des Abgrunds steht, der Phönix aus den Flammen emporsteigt, um unser Volk zu bewahren. Das Schicksal Rosarias steht und fällt mit dir. Du musst dieser Pflicht nachkommen. Und was ist mit dir? Ich bin da, um dich zu schützen. Deshalb habe ich den Segen des Phönix. Damit du der nächste Herzog wirst. Komme, was wolle. Egal, was passiert. Ich bin immer bei dir. Danke, Clive. Dafür, dass du immer zu mir stehst. Dafür musst du mir versprechen, dass du auf dich Acht gibst. Verstanden? Ich gehe wieder rein. Ich sollte im Bett sein. Gute Nacht, Torgal. Na, was habt ihr beiden so zu bereden? Nachschub aus der Hauptstadt. Endlich. Hast wohl gekostet, was? Oh Gott. Und da sagt noch einer, hier im Norden würde uns die Armeeleitung dursten lassen. Meine Kehle ist auch ziemlich trocken. Was ist da los? Ja. Okay. Zugang gesichert, mein Herr. Alles weiter nach Plan. Ja, das ist, glaube ich, nicht so gut. Überhaupt nicht gut. Das waren die Eisernen, nehme ich an, ne?
Ah, diese Typen sind immer noch am Trinken. Verzeihung, mein Prinz. Ich bin's. Wait, ihr wisst sicher nicht, wer ich bin. Doch, doch. Was ist los? Man greift uns an. Ich weiß nicht wer, aber das halbe Schloss steht in Flammen. Ich muss euch in Sicherheit bringen. Ich verstehe. Gehen wir. Folgt mir, eure Hoheit. No. Jetzt spielen wir als Joshua. Oh, krass. Was? Vitale Magie. Kann nur nach hinten ausweichen. Sind die Feinde etwa schon bei uns im Schloss? Ich fürchte schon, eure Hoheit. Kommt. Ja, kann aber auch nur diese Billigsprünge machen. Ganz schön dunkel. Ja, auf meinem Fernseher ist halt ganz schön hell, aber ich spiele die ganze Zeit hier auf meinem PC Screen. Ich muss ihnen helfen. Alles steht in Flammen. Zurück, euer Knaben, der gehört nicht zu uns. Nein, das ist meine Pflicht. Boom. Sehr gut. Okay, das war krass. Die habe ich vorhin noch gesehen. Sie haben gelacht. Ein Sanbrekscher Soldat. Aber warum greifen Sie an? Ich muss zu meinem Vater. So, gucken wir mal ihn hier an. Prinzenarmreife. Also eine Prinzenrolle. Ist der andere Kollege schon tot? Er hat irgendwie so eine Frisur von Bruce Lee. Wollte ich schon letztens irgendwie sagen, aber. Oh, oh, da besser. Nee, da. Hey, was geht? Na? Warum? Ich glaube, die gehen gar nicht auf mich los, ne? Überhaupt irgendwie so Fähigkeiten? Ich glaube nicht, ne? Dann bringst du etwas. Wir sind verbündet. So. Ja, okay. Das hält immer genau dann an, wo ich gerade bin, ne? Oh. Sieht auch so ein bisschen aus wie Jake aus Two and a Half Men. Ich meine, das ist jedenfalls die Stimme. Nach den 13 Jahren immer noch lebt, ne? Wäre auch mal interessant zu sehen, wie er ist nach 13 Jahren. Hey, wenn euch jemand nach Feuer fragt, ne? Oh. So, Alter. Kann einfach voll komplett heilen. 9.999. Wie krass.
Wunden sind tief. Ich kann ihn retten. Eure Hoheit, ich... Keine Sorge, ihr werdet wieder gesund. Ich halte sie auf. Seid ihr? Ich komme durch. Dank seiner Hoheit. Ich werde echt noch bis zum Ende überleben. Euer Gnaden, Lord Murdoch. Hey, alle wichtigen KG sind noch am Leben. Noch. Ihr habt den Prinzen gerettet. Vortrefflich, Wade. Das werde ich nicht vergessen. Wir müssen weg hier. Lasst uns schnell zum Hintertor. Lief. Nun flieg geschwind nach Rosalith. Krass. Am besten zum Nordtor, zu den Chocobo-Stellen. Vater, bringt Joshua in Sicherheit. Nein, ich gehe nicht ohne dich. Du bist doch mein Schild, oder? Das bin ich. Deshalb halte ich die Feinde hier auf, damit du entkommst. Ich schicke euch die verbliebenen Truppen sofort nach. Geht jetzt. Es ist meine Pflicht. Erfüll du deine Pflicht. Ich weiß. Du musst Vater beschützen. Ich zähle auf dich, Joshua. Okay, mit den Türmen an unserer Seite kann man ja gar nicht verlieren. Ey. So viele Feuerbäder, wie der getankt hat. Sein Gesicht. So, kann ich vielleicht neue Fähigkeiten? Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Was haben wir noch nicht hier? Provozieren. Ja, das werde ich natürlich behalten. Locker. Ich habe mir einige von diesen Fähigkeiten hier. Also als 69, nice. So, warte mal, Murdoch. Aber ich kann ja nicht den Status meiner Gruppenmitglieder. Guck mal, wie klein ich bin, guck mal, wie groß er ist. Ich bin ja noch, ja, ich bin ja 15, ne? Oh, meins. Ich glaube, du bist so, lass mich bitte nicht allein. Was ist das? Konnte jetzt wagen, mein Schloss hier anzugreifen. Au.
Raus aus meinem Schloss, raus! Raus! Oh, ich mache jetzt 11 Schaden damit. So, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich nehme mal durch die eine Tür dann, ne? Warte mal, ne, von hier kam ich, ne? Das muss ich mal mal jedes Mal, wenn ich halt überprüfen will, ne? Finde ich aber gut, dass die Tränke sich automatisch benutzen, wenn die voll sind. Was mir aber nicht gefällt, ist, dass ich dann nur 4. Ich bin mir ziemlich sicher, der Widerstand ist größer, wenn ich dieses Event da mache. Ach Mann. Hauptmann. Dafür zahlen Sie. Diese Barbaren. Jetzt gibt's erstmal auf die Fresse. Also uns den Magier vom Leib. Ich kümmere mich um die anderen. Au, klar, kein Problem. Sie sehen, wie ich den Feuerball auf mich gezogen habe. Klasse, ne? Ich mach die Kleinen ja fertig, ne? Okay. Das wäre geschafft. Das war einfacher als gedacht. Bist du verletzt? Alles gut. Aber ich habe Angst um Vater und Joshua. Gehen wir zurück. Ah, sind die einzigen Leute, die hier reingekommen sind? Okay. Oh, ich fordere euch zum Kampf. Da ruhen der blendenden Morgenröte. Oh Gott. Was hat die Aranea, die zweite von Final Fantasy 15? Aber super. Mit dem Luftkampf im Final Fantasy 15 gegen Aranea. Aranea Highwind. Gott. Ah. Ah, da konnte ich mich auch in der Luft teleportieren, also. Machen wir mehr angefangen. Wird ja mal schwieriger. Was ist das? Oh Gott. Ich lasse mal einen halt dran ein, ne? Mal halblang, Kollege. Die Fresse. Hast du mich gerade geheilt? Aua. Nein. Alter. Ich wollte mal mehr Angriffe, ey. Triff mich die ganze Zeit damit. Wir sind ja Schwierigkeitsgrad jetzt schon so schnell hochgegangen. Ja, ich muss mir jetzt angewöhnen, zweimal ausweichen. Soll mich vielleicht mal heilen. Nein, war noch nicht fertig. Warte. Was dann? Jetzt Clive, erledige ihn. Nein, genau näher ran. Ich hab mit den Kombo manchmal nicht hin, ne? Das wirst du bereuen, Junge. Leider. Diesmal greife ich. Diesmal bin ich zweimal ausgewichen. Na. Oh Gott. Aha.
Oh Gott. Autsch. Oh, noch ein Heiltrank. Ganz schön schnell hoch mit der Schwierigkeit hier. Autsch. Oh Gott, ich glaube, ich bin tot. Ah, ein super Tank, bitte. Oh Gott. Stell dir mal vor, du bist hier voll der Casual-Spieler, ne? Und nicht so ein Überpro wie ich, ne? War noch nicht fertig. Ah, der hat sich zu mir hin teleportiert, ey. Einfach der Schwierigkeit kann auf einmal voll in die Höhe geschossen. Und jetzt ist ja nicht so, als hätte ich irgendwie eine Möglichkeit, irgendwie stärker zu werden, ne? So zu leveln oder irgendwie sowas. Warte, ich stech noch mal zu. Also haben sie ihre Dragoons auf uns gehetzt. Kaiserliche Schlangen. Wollen sie uns etwa erobern? Noch nicht. Dafür sind es zu wenige. Das ist keine Invasion. Das ist ein Anschlag. Mehr können wir nicht tun. Zurück zu meinem Vater. Sieh her. Diese Scherben wurden gestern verteilt. In Rosalith. Wenn sie schon unter uns waren und das nicht alle sind. Vater und Joshua sind in Gefahr. Beeilung. Auf dein Ross. Was ist das? Ah. Die Organisation 13? Gnaden, seid ihr wohl auf? Mir fehlt nichts. Oh nein. Wir werden verstärkt. Was sind Verräter, ne? Ihr müsst mir helfen. Bringt Joshua an einen sicheren Ort. Steig auf, Joshua. Vater? Verzeiht euer Gnaden, das kann ich nicht zulassen. Nicht die Eule. Lauf, Joshua, lauf! Nein! Ich wollte...
doch gut, oder? Der Phönix! Joshua! Mark Mörder! Du Blitzer! Joshua! Hör auf! Er hat seine Kraft! Er hat sie nicht im Griff! Ich muss ihm helfen! Nein, Clive! Zurück! Helft ihr auf und geht. Bitte. Joshua, haltet durch. Nicht jetzt. Komm. Tu deine Pflicht. Du bist ein Schild. Hilf ihm. Ich habe so eine Ahnung, ich weiß, was jetzt hier passiert. Okay, ja, das ist genau das, was ich gerade sagen wollte. Oh Gott, er ist sowas von tot. Ja, das ist das Intro, was wir gespielt haben vorhin, ne? Also vorhin, im letzten Part. Kämpfe als Phönix. Die folgenden Kommandos sind für Phönix verfügbar: Feuerball, zielen und ausweichen. Wenn du deinen Gegner genau im Visier hast, vergrößert sich der Kreis. Das ist das Signal zum Feuern. Okay. Ja, ich muss zählen. Oh Gott, das sieht mich schwieriger jetzt. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir die ganze Zeit als Joshua gespielt. Also lag ich doch richtig. Der Hauptcharakter ist Ifrit. Nee, anscheinend gibt's zwei. Nächster. Ich dachte erst, er wird seinen eigenen Vater wieder blieben, weil er halt Phönix ist, ne? Aber ich bin sowas von tot, ne? Aber ich bin auch Phönix, ne? Ich müsste mich doch wiederbeleben, ne? Theoretisch, ne? Deswegen habe ich gedacht, das wird passieren ja mit dem Vater. Gott, das ist gar nicht so einfach.
Wo sind wir überhaupt hier? Wir sind ja unter der Erde oder was, ne? Warum ist hier so ein riesiges Gebiet? Was ist das? Kann ich eigentlich? Nein, okay. Das ist schon ziemlich krass, ne? Muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Der springt mir eigentlich hier die ganze Zeit nur hinterher, ne? Ich komme gesehen. Glaube, ich habe diesen Kampf gewinnen müssen. Da ist ja irgendwie, wir müssen ja hier die Cutscene mehr oder weniger verfolgen, ne? Wenn ich den schon eher kaputt mache, ne? Aber ich möchte den kaputt haben, auch wenn das ich bin eigentlich, ne? Da kommt er wieder. Aber Alfred ist immer der Bösewicht. Im 15. Teil war der auch der Böse, essbar. Aber nee, stimmt ja gar nicht, ne? Wir sind ja... Cliff ist ja... Alfred, von daher sind wir ja die Guten, ne? Wahrscheinlich. Oh Gott. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich noch ein paar Mal getroffen werde und sterbe, dann werde ich wiederbelebt, ne? Weil dann ist das ganz schön. Dann ist dieser Kampf ganz schön heftig. Ich bin da mit 3 Schlägen oder so weg. Frist hat. Oh, das geht in seine Ultimate immer. Nein, er hat das überlebt. Purgatorium. Zack. Krass. Game over. Zum letzten Speck aus. Ich musste halt sogar schaffen. Da werde ich jetzt einfach mittendrin wieder bin. Ja, voll mein Bestes gegeben, ey. Ich hätte ununterbrochen auf den geschossen. Alter, Schwierigkeitsgrad auf einmal, ne? Versucht er mal hier in diesen ganzen Chaos hier zu sehen auch noch, ne? Das sah jetzt irgendwie nicht so aus, als wäre halt irgendwie... Voll knapp, ey. Nein,
Er hat mich da sowieso getroffen. Alter, der hat mich doch sowieso getroffen. Warum macht denn dann für einen Unterschied dann? Was macht denn das dann für einen Unterschied, ob ich das gewonnen hätte oder nicht? Boah, dieses Spiel. Oh Mann. Wir haben Schweine. Ja, ich würde vielleicht damit aufhören. Nein. Hör auf. Nimm die Hände von meinem Bruder. Hilf mir. Hilf mir, Clive. Joshua. Ich bring dich um! Ich bring dich um, verdammt! Helft mir! Was für ein absolutes Chaos. Schade um den Phönix. Aber da war nichts zu machen. Mein Beileid, Euer Gnaden. Können wir etwas für euch tun? Was wollt ihr noch tun, Hauptmann? Joshua war meine Welt. Und nun ist er fort. Ich kann nur hoffen, dass mir in der neuen Welt seiner Heiligkeit noch eine Rolle zusteht. Verstehe. Euer Gnaden, seht her! Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich freuen wird, uns zu sehen, ne? Müssen ihn vor den Flammen geschützt haben. Nehmen wir ihn gefangen? Nicht nötig. Tötet ihn. Ja. Wartet! Mein Mann hat oft von ihm geschwärmt.
Er sei ein guter Soldat. An der kaiserlichen Front wird er sich gewiss als nützlich erweisen. Alles hat seinen rechten Platz. Also jetzt sieht doch die andere Blondine aus dem Intro. Nehmt ihn mit. Kopf hoch, Junge. Aus dir wird noch ein richtiger Soldat. Final Fantasy 16. Willkommen zu diesem Projekt. Alter, was für ein Intro, ne? Da war schon übertrieben cool, fand ich. Und ja, jetzt sind wir wieder hier. Ne? Was für eine Einleitung. 13 Jahre später. Das heißt, wir sind jetzt 28, ne? Erwartet. Die Eisernen ziehen sich zurück. Dann hinterher. Wir haben einen Mann verloren. Und wenn wir ohne Shivas Kopf zurückkommen, erwartet uns das gleiche Ende. Da versuche ich es lieber mit den Eisernen und sterbe aufrecht im Kampf. Allerdings erst nach dir. Ich sterbe nicht. Nicht heute. Soll mir recht sein. Nicht sterben. Na dann los jetzt. Die werden nicht auf uns warten. So. Rückkehr. Zufallsbegegnung. Neue Esper-Fertigkeiten. Die Esper-Fertigkeiten Federwirbel und Feuerschwall für Phoenix können ab jetzt unter dem Reiter Fertigkeiten im Hauptmenü erlernt und gemeistert werden. Wie sollen wir dieses Monster denn töten, wenn wir es finden? Überhaupt nicht. Wir töten nur die Frau, die seine Zügel hält. So, dann sind wir jetzt wieder hier, ne? Gut. Weibern. Ich meine, ja, wir werden einfach nur Weibern genannt, ne? So, das ist natürlich ein bisschen krass jetzt hier alles, ne, was wir gesehen haben. So ein bisschen verwirrt bin ich immer noch, ne? Zum Beispiel dabei auch jetzt die Mutter von Joshua. Von daher, warum hat die halt alles gemacht? Das klang irgendwie so, als wäre sie irgendwie die Drahtzieherin von all dem gewesen, ne? Und das verstehe ich jetzt irgendwie nicht so. Ach, guck mal hier. Das wäre eine ganze Weltkarte. Ah, das sind die 5 Kristalle, ne? Glaube ich, 1, 2, 4. Ja, es gibt hier irgendwie so 5 Kristalle, ne? Okay. Das ist ein interessanter Plot, ne? Also 2 Feuer-Esbern, die ja gegeneinander kämpfen, ne? Stimmt ja, ne? Phoenix ist eine Feuer-Esber und Ifrit ist normalerweise immer die Hauptfeuer-Esber in dem Final Fantasy spielen, aber Phoenix ist halt so, wenn man Phoenix in Final Fantasy spielen ruft, dann macht man normalerweise beim Gegner einen Feuerschaden und man belebt alle Charaktere, die gestorben sind, wieder. Ist normalerweise eigentlich die bessere Wahl als Ifrit, ne? Aber dann lag ich doch richtig, ne? Der Hauptcharakter ist doch in Verbindung mit Ifrit, ne? Der Hauptcharakter ist halt Ifrit oder kann sich verwandeln in Ifrit oder irgendwie sowas, ne? Und ja, das haben wir jetzt hier festgestellt. Joshua, ich habe irgendwie meine Zweifel daran, dass er komplett tot ist, ne?
weil sonst wird er irgendwie nicht auf dem Cover sein, habe ich so gefühlt, wenn er jetzt nur in den ersten paar Spielstunden ja so auftaucht, ne? Keine Ahnung. Vielleicht sehen wir den 13 Jahre später hier, ne? Ich weiß es noch nicht. Bin jedenfalls sehr interessiert, wo die Story jetzt hier weitergeht. Aber für mich war es das für heute. Und ja, ich kann ja nicht speichern, warum nicht? Warum nicht? Ich würde gerne hier speichern, damit ich halt meinen Part beenden kann. Aber es geht nicht, warum nicht? Müssen wir irgendwie hier speichern können, ey. Jetzt kann ich speichern. Jetzt kann ich speichern. Okay. Gut, dann machen wir heute Feierabend, ne? Beim nächsten Mal sehen wir, wie es ja weitergeht in dem Spiel. Und ja, gut, ich freue mich. Mir macht das Spiel bis jetzt richtig Spaß. Ich frage mich, wohin das Spiel ja noch hier entlang gehen wird. Und ja, dann sehe ich euch beim nächsten Mal wieder, ne? Ich hoffe, euch gefällt das Projekt, ne? Und ja, wir sehen uns dann. Hinterlasst ein Like, ein Abo, einen Kommentar, das würde mich sehr freuen. Und ciao, bis zur nächsten Folge.